musst wieder aufmachen. Jetzt müssen wir noch 20 Sekunden gedulden und dann geht's auch endlich los. Wo soll ich denn hin? Der Tor ist doch zu. Du musst vom Hof über Mülleimer, über Dach in äußeren Ring und oben in Turm zu kommen. Auf anderer Seite muss einer mit Krankenwagen kommen, der hoch genug ist, dass du mit vom Turm auf den Dach von den Krankenwagen springen kannst. Nachdem du hast, du Dispatch gemacht, um aus dem Staatsgefängnis auszubrechen. Also was soll passieren? Wo soll ich hin? Solange wir nicht da drin sind und dahinter ein Tor zu ist, kann ich nirgendwo hingehen. Herr Schlafter, warum sind Sie denn so aufgeregt? Hier draußen sind minus 5 Grad. Seien Sie doch froh, dass Sie noch im warmen Auto sitzen dürfen. Warum bin ich aufgeregt? Ich höre das, was kaputt geht! Lass mich hier raus! Dann halte ich Ihnen einmal hier die Tür auf, ich schneide sie einmal ab und ich helfe Ihnen mal beim Aussteigen, dass es mit dem Arm nicht so schwer ist. Das geht schon nicht. Meine Beine funktionieren ja noch. Ja, aber das sind... Ja, gehen Sie bitte vor. Sie kennen ja den Weg. Was geht ab? Genannt. Oh no, nicht schon wieder. Muss ich Kleidung holen hier? Ja, sie müssten sich ja einkleiden. Oh, scheiße. Was für welche? Ist es wieder Tagesaufgabe? Kann demjenigen mal kurz jemand die Kleidung rausgeben, bitte? Gut. Ich habe noch Straftäterkleidung dabei, warte. Wir haben die dabei? Die habe ich von den Bullen bekommen. Kann ich schon mal in den Knast gehen? Also, Sie können da gerne reingehen und wenn es nach mir geht, nicht wieder rauskommen. Ja, dann musst du den Tor aufmachen. Ach so, sagen Sie das doch. Wir müssten das im Weg gehen, danke. Ey, Kob? Guck mal, ich habe zwei Hände, ne? Einer geht noch. Gut, wir lassen uns nicht provozieren von irgendwelchen komischen. Fuck mal, Life. Redet ihr kurz mit der Justiz? Ich würde Ihnen einmal die Zelle zeigen, wenn Sie möchten. Ich kenne mich raus, ich brauche nichts gezeigt. Kommt ruhig mit. No. Ich wollte Ihnen nur den Innenhof zeigen, der hat die Zelle. No, ich kenne den auch schon. Echt? Du korrupter Wichser, taserst mich gleich. Ich hab den zu meiner Eigensicherung draus. Ich weiß doch, wie es läuft. Ich bin doch nicht das erste Mal hier. Ich lebe seit 9 beschissenen Jahren hier. Glaubst du, ich weiß nicht, wie es läuft? Ich hab den zu meiner Eigensicherung draus und ich möchte ihn lediglich den Zentrakt zeigen. Und dann willst du mir den Zelitrakt zeigen. Natürlich, als ob ich den nicht kenne, als ob ich das erste Mal hier bin. Du willst mich schikanieren, quälen und irgendwo anketten und mich 80 Mal tasern. Ich hab das alles schon erlebt. Ich sollte als Commissioner der Polizei ein Vorbild sein. Ich lasse mich nicht auf ihr Niveau herunter. Alles gut. Willst du mich tasern, schikanieren, ein Treppe runtertreten? Warum würde ich das denn machen? Ich habe das hinter mir. Bullen haben das mit mir gemacht. Echt? Sie? Na gut, ich bin nicht die Art von Bulle, würde man meinen. Ich bin auch nicht die Art von Verbrecher. Das habe ich gesehen. Ich bin nicht der, der ganze Zeit nur labert, dann nichts macht. Ich schieße dem auch in die Fresse. Das habe ich gesehen und leider auch gehört und bemerkt. 2 Stück heute. Und dem werde ich noch, egal was du mir sagst, du, ne? Aber dem werde ich seine Nase essen. Habe ich überhört. Leichtstelle zu mir gesagt, okay, ich komme dahin. Und dann kam einer, der mit mir Verhandlungen gemacht hat, aber der wollte mit mir überhaupt gar nicht Verhandlungen machen. Er hat gesagt, was willst du? Ich habe gesagt, lass mal meine Leute frei. Der hat gesagt, du bist am Arsch. Ich habe gesagt, sieh, ich bin am Arsch, ich gehe eh in den Knast. Aber der muss nicht sterben. Lass meine Leute frei. Der hat gesagt, no. Ich habe gesagt, dann schieße ich den in den Kopf. Der hat gesagt, geh doch einfach hier weg. Ich habe gesagt, no, ich muss kein Geisel nehmen, wenn dann einfach ich gehe dort weg. Ich sage, okay, mach eine Verhandlung mit mir. Lass 2 von 3 frei. Mhm. Er sagt, no. Ich sage, okay, verhandeln wir. Lass 1 von 3 Leute frei von mir. Ich habe übrigens zur direkten Klärung die Ihren Verhandlungspartner mitgebracht. Ich weiß, er sagt, ich kläre das ab kurz. Mhm. Er geht, klärt es. Er kommt, sagt, no, geht nicht. Ich sage, okay, dann erschieße ich. Okay, hab ich das erschießt. Bin ich weggelaufen, dann war ein Dach höher als das andere. Ich dachte, es ist ein Gebäude, ich kann dort drüber. Merke auf den letzten Schritt, scheiße, ich muss springen. Springe ab, andere Dach zu weit weg. Ich fall runter. Bin am Arsch, stehe hier. Erster gestorben, weil der nicht an meine Anweisungen gehalten hat. Zweiter gestorben, weil man nicht verhandeln wollte mit mir. Ich weiß nicht, was ihr sonst mit für Verbrecher, ihr macht eine Verhandlung. Ob ihr denkt, okay, der macht eh nichts. Nee, ich glaube, das hat nichts mit der macht eh nichts zu tun, aber das Ding ist ja... Aber dann schießt halt sein Fresse. Ja, aber das bringt ja am Ende nichts. Also selbst wenn du eine Geistes verletzt... Doch, der ist tot. Das ist, ja, und du sitzt jetzt hier wegen zweimal versuchten Mord. Und du wirst wahrscheinlich je nach Anklage wahrscheinlich die nächsten paar Tage hier sitzen. Keine Ahnung, okay. Was da irgendwie gemacht wird. Okay, sitze ich hier. Aber weißt du, ich bin kein Fotze. Ja, das mag sein. Ich bin nicht wie ganze Scheißgang Fotze. Ah, okay, der macht eh nichts. Ja gut, wenn du no sagst, dann kletter ich halt drunter. Nein, es geht doch nicht darum, dass du eine Fotze bist oder es geht darum, dass du nicht derjenige bist, der irgendwie sich nicht an sein eigenes Wort hält. Ich habe versucht, meinen Freunden zu helfen. Verstehe ich.
Hätte ich, also ich würde sagen, in der Situation hätte ich es nicht anders gemacht, aber natürlich will man seinen Freunden immer helfen und ich kann dich da ein Stück weit verstehen, aber du weißt spätestens, wenn es danach geht und irgendwie Menschen verletzt werden und Zivilisten, die in der Hinsicht nichts damit zu tun haben, sind wir einmal nur mal gezwungen, da einzuschreiten. Ja, wenn, okay, ich verstehe das, aber der erste Typ ist Idiot, wenn der läuft und der zweite Typ ist Idiot, wenn der nicht mit mir verhandelt. Selber schuld. Ja, dann schweigt euch weiter. Okay. Ich wäre fertig mit Ausreden. Ja, dann der Nächste. Muss erst so klatschen, oder? Nee, ich sag, ich bin angefahren, hab dann gefragt, wer er ist. Das heißt, sagst du mir, Miguel Schlofto, fragt, was er gerade macht. Er will seine drei Leute wieder frei haben. Daraufhin haben wir ein bisschen gequatscht. Hab ihn auch gefragt, ob er runterkommen will zum Verhandeln. Alles dies, das. Dann hat er mir erzählt, dass er eigentlich zwei Geiseln hätte. Die eine hatte aber noch Schmelze oder hat irgendwo, kann man sagen, schon wehgetan, weil er nicht machen wollte, was Herr Miguel Schlofto gesagt hatte. Daraufhin habe ich das so an meine EL weitergeleitet. Die hatte gesagt, okay, dies, das, der hat ja schon einen verletzt, wir können ja nicht eigentlich so gehen lassen. Darauf haben wir gesagt, hier, er kriegt ein Fluchtfahrzeug, er kann gerne wegfahren, er kann sich dann selber frei vom PD stellen. Was geht Justiz? Alles drum dran. Dann hat er gesagt, er würde gerne zwei haben. Die hat gesagt, es ist schwierig, das zu machen und sein Eins habe ich gar nicht mitbekommen. Also das war dann... Cool, du hast nochmal wiederholt, was ich gesagt habe, danke. Also das wurde so meiner Sicht. So, dass das dann... Wie gesagt, das Eins habe ich nicht mitbekommen, das war mein Fehler dann. Ihr seid hier für meine Verhandlung. So ist das. Cool. Dann mach dir mal die Verhandlung entspannt, Baxter, wir reden danach und dann passt das. Dann könnt ihr mal euer Gedöns da machen. Ich bin auch hier für meine Verhandlung, ich laufe nicht weg. Das ist schön. Herr Schroffro, ich darf mich Ihnen vorstellen. Mein Name, ich bin Staatsanwalt beim Departement. Kannst du ein bisschen lauter sprechen, Staatsanwalt? Aber natürlich. Geil. Das kriegen wir hin. Also, dann wiederhole ich mich nochmal. Mein Name, Staatsanwalt beim Department of Justice. Wir kennen uns schon, hatten schon vor ein paar Jahren das Vergnügen. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Ich erinnere mich gut. Habe ich Sie abgestochen? Bitte? Nee, so weit kam es leider nicht. Wenn Sie so sagen, dann klingt das, als wenn ich Sie abgestochen habe. Was habe ich gemacht? Bitte? Ähnliches, was Ihnen jetzt heute auch nochmal vorgeworfen wird, Herr. Habe ich Sie erschossen? Nee, nicht mich. Sondern? Ich war auch damals schon Staatsanwalt im Department of Justice. Auf dieser Ebene sind wir uns schon begegnet, und zwar mehrfach. Und da habe ich wen anderes geschossen? Ja. Wen? Da fragen Sie mich jetzt Sachen. Jetzt musst du Geschichte erzählen. Du kannst nicht spoilern, aber Geschichte nicht erzählen. Das ist 5 Jahre her, Herr Schlumpf. Ja, aber du hast gesagt, du erinnerst dich gut. Ich erinnere mich gar nicht. Wenn du sagst, du erinnerst dich gut, erzählst du Geschichte. Ich erinnere mich gut an Ihre Persönlichkeit und an Ihren Namen, weil er nicht sehr häufig vorkommt. Weil ich ein Herzchen bin. Natürlich. Sie. Immer. Okay, glaub mir, heute wird einfach. Kommen wir doch zum Punkt. Herr Schlofto, Ihnen werden folgende Straftaten vorgeworfen. Nach § 20 StGB die Geiselnahme in zweifacher Ausführung. Nach § 25 Absatz 1 StGB im Vermerk mit § 2 Absatz 2 StGB der versuchte Mord in zweifacher Ausführung. § 38 StGB die Beleidigung, § 17 Absatz 1 StGB die Bedrohung und § 48 Absatz 4 Nummer 2 StGB der Waffenbesitz. Möchten Sie sich in irgendeiner Art und Weise zu diesen Vorwürfen äußern? Sie. Ja? Zu der Beleidigung will ich mich äußern. Ja, bitte. Weil alles andere ist schuldig. Okay. Aber guck mal, jetzt mal unter uns zwei Engelstöchters hier, ne? Ja. Guck mal, der Bulle in dem Auto fragt mich, ja Miguel, was ist denn passiert, ne? Und ich sag den so, weil der wollte wissen, warum ich auf den anderen Auto geschossen habe. Und ich hab dem gesagt, warum. Weil sein Kollege ein Fotze ist. Und kennst du dann so Leute immer, was dann sagt, aha, also haben wir noch Beamtenbeleidigung. So wie so ein Fotze. Obwohl ich nur ganz normales Erklärung gemacht habe. So, das ist meine Ausführung zu dem Beleidigung. Alles andere, schuldig, ich hab das gemacht. Darf ich was gesagt? Ich würde die Beleidigung nicht anklagen wollen. Nur so als Hinweis für die. Ja, aber der andere will das und ich habe den anderen auch in Fotze beleidigt. Nachdem ich dich ein Fotze betitelt habe, ich habe zu ihm gesagt, Fotze. Gut. Scheiß auf den, also, nehme ich Anklage, mir egal. Also Herr Schlofter, Folgendes. Unabhängig davon, ob wir jetzt die Beleidigung mit aufnehmen oder nicht, diese beläuft sich auf ein Maximalstrafmaß von $1,000. Das ist tatsächlich, wie Sie schon richtig festgestellt haben, ein relativ kleiner Teil dessen, worüber wir jetzt hier gerade sprechen. Ja, aber das ist inhaltlich gravierend. Also für mich ist das schon, das hat mich angegriffen. Das ist eine Ansichtsweise, das kann ich bis zu einem gewissen Grade nach,
vollziehen. Ja, das andere, ich brauche das nicht reden. Natürlich, ich habe das gemacht. Nun, Herr Schloftro, also ich habe Ihnen ja gerade eben schon gesagt, was Ihnen als Maximalstrafe für die Ihnen vorgeworfenen Straftaten ins Hause stände. Jetzt sind Sie vollständig geständig. Das möchte ich Ihnen natürlich auch positiv anrechnen und möchte Ihnen entgegenkommen und Ihnen ein außergerichtliches Angebot unterbreiten. May, bevor Sie Ihnen das Angebot übergeben, können ja. Ich mich aber mit ihm zurückziehen. Selbstverständlich. Jederzeit. Alles klar. Also mit dem, ich dachte mit mir. Will einer Grießbrei? Nein, danke. Ich möchte keine Grießbrei. Danke, nee. Aber nicht von dir. Ich hätte Trockennudeln. Wir können Crunch drüber machen. Essen Sie doch wohl für sich alleine. Aber ist salzige Crunch. Mit süßer Crunch wäre viel besser. Ich teile auch. Ich bin nicht so ein beschissener jetzt. Mensch, wie ihr alle denkt. Und jetzt zeigen sie sich plötzlich mit großem Herz. Ich habe großes Herz. Glaubst du, wenn ich kleine Herz hätte, ich hätte Geisel genommen? Warum habe ich das gemacht? Die Argumentation ist mir nicht schlüssig. Weil ich meinen Freunden helfen wollte. Aber das Zweck halte ich halt nicht mit. Und des einen Freund ist des anderen Leid, oder? Naja, ich wollte drei Freunde helfen und habe eins Leid gemacht. Und die zweite Person, die lassen wir komplett außer vor. Der war dumm, scheiß auf den! Der ist nicht verdient zu leben. Wer sind Sie, dass Sie darüber urteilen, ob Personen leben dürfen? Miguel. Also Miguel wird nicht Gott buchstabiert und nur Gott kann urteilen, wer leben darf. Das und geht jetzt in Richter. Eine sehr poetische Richtung. Ich glaube, die lassen wir sein. Wollen wir uns jetzt über Religion unterhalten? Hast du gleich einen Flyer für mich oder was? Nein, habe ich nicht, weil ich darf hier keine Flyer mit reinnehmen. Soll ich deiner Sekte beitreten? Dazu möchte ich mich nicht äußern. Ich gehe weg. Ich auch. Like a river, like a river, but it goes so fast. All tied up, like a cat.